Oh, Bernd hat zu viele Vorlesungen verpasst und jetzt ist sein Professor sauer. Der Mann gibt dem Studenten jedoch eine Chance, sich zu rehabilitieren. Er muss dafür eine Aufgabe erfüllen. Ich gebe dir ein Glas Milch und ein Glas Wasser. Du sollst beide Flüssigkeiten in eine Schüssel gießen, aber danach musst du die Milch wieder von dem Wasser trennen können. Du darfst keine Trennstreifen verwenden. Bernd brütet eine ganze Weile über dem Problem. Aber in seiner Verzweiflung findet er eine Lösung. Was tut er? Er gießt das Wasser in die Schüssel und lässt es gefrieren. Dann gießt er die Milch dazu. Eines Morgens sah Maya, dass in ihrem Portemonnaie auf dem Tisch etwas Geld fehlte. Ihr Mann war auf einer Geschäftsreise, also musste einer ihrer Söhne das Geld genommen haben. Jan, 17 Jahre alt, Jakob, 15 Jahre alt oder ihr jüngster Andreas, 13 Jahre alt. Maya befragte ihre Söhne, was sie am Vorabend getan hatten. Jan sagte, ich hatte Kopfschmerzen, nach dem Essen warf ich mir eine Schmerztablette ein und ging sofort ins Bett. Jakob erzählte seiner Mutter, mein Freund Erik blieb zum Essen, danach habe ich ihn nach Hause gefahren. Und Andreas erinnerte Maya daran, dass er doch beim Basketballtraining gewesen war. Die Frau wusste sofort, welcher ihrer Söhne log. Weißt du es auch? Jakob, er ist erst 15 und kann noch gar nicht Auto fahren. Zumindest nicht legal. Detektiv Grün wird zu einem Unfall gerufen. Ein Auto ist in ein Schaufenster gefahren und hat die Scheibe beschädigt. Es gibt zwei Verdächtige. Beide leugnen den Vorfall. Detektiv Grün braucht nicht lange, um den Schuldigen zu überführen. Weißt du es auch? Es ist der Besitzer des blauen Autos. Das Muster seiner Reifen passt zu den Reifenspuren vor dem Laden. Es war ein betriebsamer Montagmorgen auf einem Polizeirevier, als plötzlich ein Mann hereinstürmte. Ich wurde auf dem Weg zur Bank ausgeraubt, rief er. Ich hatte eine große Summe Bargeld bei mir. Plötzlich kam ein Mann mit einer schwarzen Maske und Handschuhen. Er schnappte sich meine Tasche und lief davon. Der Polizist hörte aufmerksam zu und fragte den Mann nach dem Kratzer auf seiner Wange. Der Mann erwiderte, dass er von einem Ring des Verbrechers stammte. Als der Polizist das hörte, wusste er sofort, dass der Mann log. Wie konnte er das wissen? Der Mann sagte, der Dieb hätte Handschuhe getragen, aber wie sollte dann ein Ring sein Gesicht zerkratzen? Du verlierst deine Freunde in einer Menschenmenge. Eine halbe Stunde lang suchst du nach ihnen. Endlich findest du sie. Was tust du als erstes, als du sie siehst? Du hörst auf zu suchen. Sieh dir diese zwei Frauen und den Teenager am Fußboden an. Er scheint in sein Smartphone vertieft. Kannst du erraten, welche von beiden seine Mutter ist? Es ist die rechte. Kinder setzen sich oft unbewusst mit dem Gesicht zu ihren Eltern. Außerdem haben der Teenager und die Frau dieselbe Haarfarbe. Tino und Laura sind seit der Schule ein Paar und haben gleich nach der Uni geheiratet. Sie sind seit 20 Jahren zusammen und haben zwei Kinder, die nicht mehr zu Hause wohnen. Leider streiten sich die Ehepartner in letzter Zeit immer häufiger. Eines Tages entscheiden sie, sich scheiden zu lassen. Beide geben zu, im Internet bereits neue Partner gefunden zu haben. Tino sagt, er und seine Internetfreundin hätten viele gemeinsame Interessen. Und Laura gibt an, dass ihr neuer Freund sie immer versteht. Eines Tages entscheiden Tino und Laura, ihre perfekten neuen Partner persönlich kennenzulernen. Seltsamerweise blasen sie nach diesem Treffen die Scheidung ab. Kannst du erraten, warum? Tino und Laura fanden heraus, dass sie eine Internetbeziehung miteinander geführt haben.
ein alter Mann beschließt, sein ganzes Erspartes einem seiner Söhne zu vermachen. Aber er kann sich nicht entscheiden, welchem. Darum gibt er jedem eine Münze und fordert sie auf, etwas davon zu kaufen, das den größten Raum ihres Hauses füllen kann. Der älteste Sohn kauft Baumwolle, aber es ist nicht genug, um den ganzen Raum zu füllen. Der mittlere Sohn bringt Stroh nach Hause. Aber auch das reicht nicht. Der jüngste Sohn bringt ihm zwei billige Dinge, mit denen er sofort den gesamten Raum füllen kann. Er bekommt das gesamte Vermögen. Was hat er seinem Vater gebracht? Der jüngste Sohn kaufte eine Schachtel Streichhölzer und eine Kerze. Als er die Kerze entzündet, ist der ganze Raum von Licht erfüllt. Patrick nimmt jeden Tag den Rasierer zur Hand. Trotzdem ist sein Bart jeden Morgen genauso lang wie am Tag zuvor. Wie kann das sein? Patrick ist Barbier. Er rasiert andere Männer. Anna war an ihrem letzten Geburtstag 21, aber an ihrem nächsten wird sie 23 werden. Wie ist das möglich? Heute ist Annas 22. Geburtstag. Helene geht durch einen Wald und verläuft sich. Nachdem sie stundenlang nach dem richtigen Weg gesucht hat, kommt sie an eine Lichtung. Dort findet sie drei schmale Pfade. Einer wird durch ein Dickicht aus Dornen versperrt. Der zweite liegt voller Müll und zerbrochenem Glas. Der dritte Pfad wird von zwei riesigen, gruselig aussehenden Fangschrecken bewacht. Für welchen Pfad sollte Helene sich entscheiden? Die Frau sollte den dritten Pfad wählen. Fangschrecken sehen zwar angsteinflößend aus, sind aber total harmlos. Ein verrückter Wissenschaftler sperrt Kevin in einen kleinen Raum. Es gibt keine Fenster und die Tür ist verschlossen. Auf dem Tisch liegt ein Hinweis von dem Wissenschaftler. J-F-M-A-M-J-A-S-O-N-D. Errate den fehlenden Buchstaben und du bist frei. Zehn Minuten später flieht Kevin von dem unheimlichen Ort. Der fehlende Buchstabe ist ein J. Es sind die Anfangsbuchstaben der 12 Monate von Januar bis Dezember. Und der sechste Buchstabe, J, steht für Juni. Anke bat ihren Kollegen Daniel, sie zu der Universität, an der ihre Tochter studierte, zu fahren. Sie hatte ihrer Tochter versprochen, shoppen zu gehen. Unterwegs hatte Anke eine Idee. Was hältst du davon? Ich kümmere mich um deine Berichte, wenn du errätst, welche der drei Mädchen meine Tochter ist. Daniel nahm die Herausforderung an. Als sie ankamen, warteten drei Mädchen am Tor. Daniel war verwirrt. Sie sahen alle gleich aus. Kannst du erraten, welche Ankes Tochter ist? Es ist das linke Mädchen. Anke hat ein L-Tattoo am Handgelenk und das Mädchen trägt ein Armband mit demselben Buchstaben. Ein Teenager geht mit einem Automechaniker die Straße entlang. Er ist der Sohn des Automechanikers, aber der Mechaniker ist nicht der Vater des Jungen. Wie ist das möglich? Der Automechaniker ist eine Frau, seine Mutter. Zwei Autos, silbern und weiß, fahren auf derselben Straße. Das silberne Auto fährt doppelt so schnell wie das weiße Auto. Sie fahren zur selben Zeit los. Trotzdem treffen sie sich irgendwann auf der Straße. Wie ist das möglich? Die beiden Autos fahren aufeinander zu. Jörg und Michael sind Automechaniker. Nachdem sie eine schwierige Reparatur durchgeführt haben, kommen sie unter dem Auto hervor. Jörgs Gesicht ist schmutzig, Michael hingegen ist ganz sauber. Trotzdem geht Michael sich das Gesicht waschen. Warum?
Michael sieht seinen Kollegen und denkt, er würde genauso aussehen. Doch als Jörg Michael sieht, dessen Gesicht sauber ist, schließt er daraus, dass er ebenfalls sauber sei. Wann fährst du fort, wenn du rot siehst, und wann stoppst du, wenn es grün wird? Immer wenn du eine Wassermelone isst. Wer ist der einzige Schwager des Bruders deiner Mutter? Es ist dein Vater. Eines Nachts klauen ein paar Diebe Elektronikartikel aus einem Warenhaus. Sie tragen die Kartons zu ihrem Auto, als sie eine Sirene hören. Doch obwohl die Polizei die Diebe sieht, werden sie nicht verhaftet. Warum? Die Diebe tragen die Kartons zurück ins Warenhaus. Die Polizei denkt daher, es wäre eine späte Warenlieferung. Mann, sind die ausgepufft.